Herzlich willkommen zu unserer sechsten Ausgabe von Step by Step. Heute mit dem Scott Sutter. Hallo zusammen. Wir zeigen ihm, wie dass man mit dem richtigen Produkt die richtige Frisur machen kann. Wir zeigen euch jetzt, wie dass man mit dem Wachs oder mit einem Gel das Richtige in den Händen verteilen. Mit dem Wachs ist es wichtig, dass man zuerst so mit dem Fingernagel ein bisschen wegnehmen, bis etwa der Nagel gedeckt ist. Und nachher das Ganze sehr, sehr gut in den Hängen verteilen, damit alles regelmäßig verteilt ist. Und nachher ins Haar einmassieren. Überall gut verteilen im Haar. Und das ist, dabei ist wichtig, dass man nicht einfach flach reingeht, sondern wirklich das Ganze einmassieren, damit der Gel respektive der Wachs überall verteilt ist. Mit dem Gel ist es ein bisschen anders. Dort ist es wichtig, dass man ihn auch zuerst in die Hand tut. Etwa so viel wie passend für Scott Sutter. Und nachher auch gut verteilen. Beim Gel ist es aber ein bisschen wichtiger, dass man eher mit den Fingerspitzen drin geht. Aber es ist wirklich wichtig, dass man es verteilt. Und nachher nicht in den Kopf haut, sondern wirklich nur in die Spitze der Haare verteilen. Und dann merkt man, wie es ein bisschen trocknet. Und so kann man das nachher gebig immer wieder ein bisschen formen. Jetzt zum Schluss ist es wichtig, das Ganze, wenn das Produkt verteilt ist im Haar, noch zu formen. Wichtig bei dem ist, dass man wirklich einfach auch gut im Spiegel schaut, wie das Haar, dass man es zum Beispiel kann man es ablegen oder man kann es eben aufstellen und wirklich so ein bisschen spielen damit. Wichtig ist nicht einfach alles an Ort und Stelle drin tun, sondern eben wirklich, dass man es gut verteilt hat und dass man es so wirklich passend frisiert. Und immer so ein bisschen mit den Händen reingehen, ein bisschen zupfeln und so. So sollte es aber gut sein. So. Merci fürs Zuschauen. Sehen wir uns beim nächsten Match. Und ich hoffe, dass meine Frisur auch so gut aussieht.